Hallo und willkommen zu einem neuen Dokkan Battle Video. Und heute widmen wir uns mal einem etwas anderen Thema, und zwar den allerersten Dokkan. Wie ihr euch vielleicht noch erinnern könnt, gab es ja vor einiger Zeit mal eine Abstimmung, wo wir dann LR Vegito gewählt hatten, die meisten, wo LR Vegito zum Sieger gewählt wurde und wir diesen dann als Free LR bekommen hatten, LR Blue Vegito. Jedoch hat diese Liste sehr, sehr viele LR-Ideen geboten und hat uns sehr viele verschiedene Chars gezeigt, von denen in den letzten Monaten seit Blue Vegito auch verschiedene schon erschienen sind. Mal als Beispiel, wir hatten halt Blue Vegito, den hatten wir so bekommen. Future Trunks ist erschienen vor kurzem, die Metacooler Army ist auch vor kurzem erschienen. Beerus haben wir, Team Bardock nicht, aber wir haben Bardock an sich bekommen. Und jetzt die Tage hatten wir auch Cell und Cell Jr. als LR bekommen. Sprich, von dieser Liste ist ein Großteil schon erfüllt. Was es recht gut, also recht plausibel macht, dass sie in der nächsten Zeit abgearbeitet wird, sprich, dass wir jeden Char hier als LR bekommen. In irgendeiner Art und Weise. Leicht abgeändert, vielleicht wie wir es bei Bardock hatten. Heißt also, heute will ich mal darauf eingehen, was wir hier an Chars noch bekommen. Sprich, euch zeigen, was wir an Chars bekommen. Das Ganze habe ich übrigens aus einer Facebook-Gruppe. Dort ist es mir wieder eingefallen. Den Namen habe ich gerade nicht, aber da habe ich diese Liste her gehabt. Und wie gesagt, möchte ich heute mal auf ein paar Chars davon eingehen. Also wir gucken uns alle an, die noch nicht erschienen sind. Und sehen uns ein paar Fanmade-Varianten an, wie sie erscheinen könnten. Das ist quasi auch also ein Fanmade-Spezial. Also Fanmade-Card. Spezial, egal. Es soll heute jedenfalls darum gehen, welche LRs uns in Zukunft erwarten, wie sie aussehen könnten. Falls euch die Idee fällt, könnt ihr es mir natürlich jetzt schon mal mit einem Like zeigen, aber falls ihr wollt, könnt ihr natürlich auch bis zum Ende des Videos warten. Anfangen tun wir das Ganze mit, wir gehen der Reihe nach, was noch nicht erschienen ist. Super Saiyan 4 Goku, beziehungsweise was ich jetzt mal rausgesucht habe, Super Saiyan 4 Goku und Vegeta. Es sieht folgendermaßen aus, hier vom User erstellt die Goku und Vegeta Kategorie plus 3, 130% HP, 170% Attack und Defense oder halt AGL plus 3 und 90%. Nettes Design auf jeden Fall schon mal, Goku und Vegeta Kategorie könnte irgendwann kommen. Die erste Ulti raise the Attack für einen Turn, macht kolossalen Damage, die zweite raise the Attack für einen Turn und macht mega kolossalen Damage. So, wir kriegen einen Attack und Defense Boost von 120% und Additional Key plus 1, wenn wir AGL oder STR Key einsammeln. Eine hohe Chance die Ultis zu kontern und, when conditions are met, machen wir den Fusion Dance natürlich. Dann sieht das Ganze folgendermaßen aus. Raise Attack und Defense für 3 Turns bei einem normalen Ulti und für 1 Turn bei der Mega-Kolossalen. Achso, Greaty aber dann. So, nun recovern wir all unser Leben, kriegen einen 180% Attack und Defense Boost, zu stark, und ein extra Key, wenn wir AGL oder STR einsammeln. Des Weiteren kontern wir jede Ulti und haben eine hohe Chance, extrem normale Attacken zu kontern. Und mit der Ultra Super sind wir effektiv gegen alles. Hier müssten wir auf jeden Fall schon mal die 180 unterschrauben auf 150, weil die Passive an sich ist sonst viel zu OP. Aber an sich ein nettes Konzept, ein bisschen an die LR Gogeta und Vegeto Sache angelehnt, aber ziemlich gut. Könnte ich mir vorstellen, könnte unter anderem ein Char fürs 4 Jahres Anniversary sein. Könnte ich mir vorstellen, dass sie die Mechanik nochmal benutzen, aber für einen einzelnen Char und dann halt ein bisschen mehr raushauen, aber vielleicht die 180 doch einschränken. Aber könnte auch zu unkreativ sein. Nichtsdestotrotz, so in die Richtung könnte es gehen. Dann haben wir den LR Super Saiyan 3 Gotenks. Den fand ich persönlich ziemlich nett. Er war jetzt auf dieses Key plus 4 Leader Ding zugeschnitten. Da haben wir jetzt schon Beerus gehabt. Heißt, da müsste man was ändern vielleicht, aber das werden wir dann sehen. Einer der Gotenks bietet sich unter anderem übrigens sehr gut an, finde ich, weil er halt diese verschiedene Ulti-Mechanik hatte bis jetzt jedes Mal und das auch hier bei der, da er bis zum Mega-Ulti steigerbar ist, recht schön umsetzbar ist. Ich finde, das ist eine coole Idee. Fuck, dieser Stuhl knarrt so sehr. Ich schweife ab. Die erste Ulti, kolossaler Damage, lowert die Defense. Die zweite Ulti, kolossaler Damage, medium Chain to Stun. Die dritte Ulti, mega kolossaler Damage, zielt die Super Attack. Die vierte Ulti, mega kolossaler Damage. Also hier auch, ihr seht schon, die vorletzte ist die beste. Das mit Zielen gefällt mir sehr gut, ein LR, das zielen kann. Wow, gewagt. Aber auch nicht so einfach zu erreichen. Die Passive, Attack plus 200% at Start of Turn und Attack plus 20% every Candy Sphere obtained. Ich würde sagen, Attack plus 150% sind vollkommen ausreichend. Aber an sich ist es schon mal gut, dass Gotenks so einen hohen Wert bekommt und das mit Candy ist eine kleine nette Idee. Weil Gotenks ist an sich immer eine Karte gewesen, die hat unfassbar hart gehittet. Gotenks war immer so eine Karte, die war einfach nur auf Damage ausgelegt. Das war's, er konnte einfach nur ultra stark reinhauen. Und das kann auch der hier sehr gut. Gefällt mir ziemlich gut das Konzept. Ihr seht schon, ich überfliege sie alle, nur so viel Zeit wird sich nicht gelassen, weil wir haben sehr viele Karten. Wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vor uns. Puh. Aber ich muss sagen, Gotenks gefällt mir von all denen, kann ich euch schon mal sagen, mit am besten. Ist sehr nette Sache, ist eine sehr nette Sache. Dann haben wir Fusion Zamasu.
Davon gibt es mehrere Varianten. Es gab auch eine, die ziemlich nett mit Animation und sowas war. Die wollte ich jetzt aber nicht zeigen, weil ich habe mich für diese hier entschieden, den AGL Fusion Zamasu. Realm of Gods Kategorie plus 3, 170% Attack und HP, 130% Defense. Des Weiteren Extreme Type von Future Trunks Saga, plus 2 Key, HP Attack Defense plus 80%. Oder halt Extreme AGL plus 3 Key, HP Attack Defense plus 90%. Und Super Type Enemies Attack Defense minus 40%. Also, sein Nieder-Skill ist sehr, sehr umfangreich. Realm of Gods passt da noch ganz gut. Future Trunks Saga würde sogar, glaube ich, besser passen, aber da haben wir. Ja, ich würde wenn dann Future Trunks Saga, glaube ich, gehen bei Realm of Gods. Aber an sich eine nette Sache. Ein bisschen überfüllt wieder, aber da lässt sich noch dran drehen. Er macht kolossalen Damage und raised die Defense mit der ersten Ulti und macht mega kolossalen Damage und raised die Low Attack und Defense vom Gegner mit der zweiten Ulti. Jetzt kommen wir zu dem, was mir nicht so gut gefällt, seine Passive. Attack plus 150%, HP plus 10% für jede Attacke, die er abbekommt. Bis hierhin finde ich super. Was danach kommt, ist kacke. Attack und Defense für Supertap Allies bis zu 20% reduziert, je mehr Key man einsammelt. Das ist auch noch okay, mehr oder weniger, könnte man so bringen. Bisschen voll die Passive, aber gefällt mir ganz gut. Dann würde ich vielleicht den Attack Boost auf 120 reduzieren. Aber dann Reduce Damage from Enemies Normal Attack by 70% and Counters with Tremendous Power. Mein HP ist unter 50%, Raise Attack und Defense plus 200. Es ist einfach zu viel. Oh, sorry, ich könnte schauen. Es ist einfach zu viel. Ich finde, bis hierhin könnte man die Passive noch nehmen. Das hier unten ist schon wieder fragwürdig, aber an sich ist das okay. Und auf 120 setzen, dann könnte das eine ziemlich, ziemlich nette Idee sein. Wir ignorieren mal, dass hier Made With und Picks aussteht, aber an sich gefällt mir das also durchschnittlich gut. Danach haben wir den Kid Buu, den sich einige von euch wünschen, jetzt nachdem Cell erschienen ist. Da habe ich den hier rausgesucht. Ich habe einen mit einem netteren Art gefunden, aber der hier gefällt mir vom Aufbau besser. Er wurde noch in die ganz alte Kategorie mit eingeordnet, sprich 3 Key und 90% auf einen Typen. Müsste man sich auch was anderes einfallen lassen, werden wir dann sehen. Und er macht mit der ersten Ulti kolossalen Damage und Lord Defense und mit der zweiten mega kolossalen Damage und Great Lord Defense dann. Seine Passive gibt ihm 3 Key dazu, einen Attack Boost von 90% und recovered 15% at Start of Turn. Und an sich ist das ziemlich, ziemlich basic, aber ich finde, das ist eigentlich okay. Ich sehe jetzt in seiner, ich finde, ich weiß nicht, wie viel, ob er jetzt hier Keylinks dabei hat, ob, ja, in Ticket Buu hat er zum Beispiel keine Keylinks gehabt. Da finde ich schon mal gut, dass sie ihm 3 Key dazugegeben haben und 90% bei dem LR ist auch nicht schlecht. Ich würde jetzt vielleicht sagen, Attack und Defense plus 90%, weil wir schon weiter sind im Spiel, der ist ja eindeutig höher erstellt worden. Attack und Defense plus 90% vielleicht. Und dann halt dieses 15% Recovern ist auch eine nette Sache. Jedoch könnte es sein, dass er zu wenig Damage da macht. Also entweder Attack und Defense plus 90% und 15% Recovern. Oder Attack und Defense plus 100%. Ne, warte, Attack und Defense plus 90% und 20% Recovern. Das tut mir sehr leid. Oder Attack und Defense plus 100% und 15% Recovern. Wäre so meine Idee, aber an sich ist das ein ziemlich basicer LR, Basic LR, der mir vom Aufbau aber ziemlich gut gefällt. Als nächstes hätten wir den Golden Freezer, den ich schon ganz verdrängt hatte, aber der auch eine ziemlich nette Karte ist. Vor allem, wo mir diese Idee hier auch sehr gut gefällt. Er wurde zum Extreme-Type-Leader gemacht, was nett ist. Also Extreme und Super-LRs könnte man bringen. Ich könnte mir vorstellen, dass auch Super Saiyan Goku als RCLR kommt, der Super-Leader werden könnte. Aber an sich passt das ganz gut, dass wir halt Rose haben, der das boostet, aber ihr braucht verschiedene Farben. Und Freezer haben, der ein LR ist, der das so boostet, ohne die verschiedenen Farben. Gefällt mir ganz gut, das Prinzip. Er macht kolossalen Damage, also Extreme Key plus 3, HP Attack Defense 20%, habe ich, glaube ich, gerade, hat sich ergeben. Mit der ersten Ulti macht er kolossalen Damage und raised Attack und Defense um 30% für einen Turn. Mit der zweiten Ulti macht er mega kolossalen Damage und raised die Defense um 70% für zwei Turns. Seine Passive gibt ihm 120% Attack und Defense at Start of Turn. Und für jede physische Keyswert, die er einsammelt, kriegt er einen weiteren Attack und Defense Boost von 20%. Das ist bis zu 140% stapelbar, aber ich finde, das ist zu viel, das sollte man bis zu 80% stapelbar machen, also stackbar. Ich glaube, 140 wären viel zu viel. Das ist. Also. Ich finde 80, damit wir insgesamt auf 200 kommen würden. Was auch ein bisschen viel ist, aber. Ich finde 80 reicht an der Stelle vollkommen aus. Wenn man das also ein bisschen reduziert, ist auch Freezer eine ziemlich gut durchdachte Karte. Mit einem ganz netten Art sogar, muss ich sagen. Natürlich kriegt keiner einen Art so hin wie Bandai. Ein, zwei Leute gibt es da schon in der Branche. Davon werde ich euch gleich einen zeigen, aber. Es ist halt ziemlich schwer. Als nächstes haben wir einen Ultimate Gohan. Das ist jetzt vom Art her leider gar nicht so in dem Bereich, was wir hier hatten, aber es ist mit der am besten funktioniert hatte, von denen ich gefunden habe. Leider nicht animiert, wie gesagt, aber das macht nichts. Der Liga-Skill ist Hybrid Saiyan plus 4, HP Attack Defense 60%, den kann man in die Tonne treten. Die erste Ulti macht kolossalen Damage plus 60% SA Modifier und die zweite mega kolossal und Lord Attack. Der Typ hier hat irgendwie eine recht komische Karte zusammengestellt, aber mir gefiel das Passive-Prinzip. Key plus 3, Attack plus 100.000 at Start of Turn. Und dann Disable Gegners Immunity
to debuffing or sealing. Also ein 100.000er und 3 Keyboost von Attack. Und er sorgt dafür, dass die Gegner nicht mehr von Attack und Defense lowern, dass sie das nicht mehr umgehen können und dafür, dass sie gesealed werden können. Bei zum Beispiel Super Battle Road könnte das. Nein, Moment. Bei Extreme Sea Awakenings könnte das was bringen. Also an sich gefällt mir die Idee dieser Mechanik, diese neue Idee. Jedoch, was es ein bisschen kaputt. Nee, nicht unbedingt kaputt macht, aber was wieder ein bisschen viel ist. Wenn ihr einmal unter 50% droppt, recovert ihr euer ganzes Leben und den Damage, den ihr abbekommt, der wird um 30% reduziert. An sich, dieses 30% gefällt mir gut. Das Leben recovern ist ein bisschen zu viel. Aber auch hier die Idee hinter der Passive und sowas ist eigentlich ziemlich solide. Ich finde, dass Bandai öfter mal in solche Fan-Dinger reingucken könnte, weil man hiermit auf jeden Fall ziemlich Spaß haben könnte. 100.000 ist jetzt auch kein prozentualer Wert, das ist einfach ein ziemlich starker Wert. Sowas ist auch ganz nett. Sowas ist auch ganz nett. Und der wäre farmbar gerade. Nett. So, als nächstes haben wir einen Muten Roshi, beziehungsweise war die Idee dahinter Master Roshi mit Goku und Krillin. Ich habe jetzt nur so einen Muten Roshi gefunden. Ich glaube aber auch eher an diese Kit-Methode, davon habe ich leider jetzt keinen gefunden. Naja, dieser Muten Roshi ist folgendermaßen aufgebaut. All Types, HP, Attack, Defense plus 10.000 per Keys were obtained. Das ist absoluter Schwachsinn, das können wir also in die Tonne treten. Die erste Ulti macht kolossalen Damage und raised all Allies Defense um 50% für einen Turn. Die zweite Ulti, massively raised Attack, cost colossal damage to all enemies with high chains of critical. Die zweite Ulti hat wohl einen hohen Crit, eine hohe Crit Chance und raised die Attack nochmal. Diese Karte ist leider nicht so professionell gestaltet, die sieht doch ziemlich danach aus. Die Passive. Wenn ihr die erste Ulti durchführt, habt ihr einen garantierten Additional vor euch mit einer Rare Chance auf eine weitere. Und bei der mega kolossalen Damage kriegt ihr zwei garantierte Additional Super Attacks und raised von euch allen in der Rotation die Defense um 10.000. Wirkt er nach einer Free-to-Play-LR-Karte, könnte man so machen, wenn man sie noch ein bisschen abrundet. Dieses 10.000 ist ganz nett auf jeden Fall, dieses Additional-Ding und sowas auch, aber er bräuchte noch ein bisschen mehr Attack, meiner Meinung nach. Und vor allem, dass hier unten ist. Es ist halt wirklich, es ist eine Quatschkarte, aber man könnte aus diesem Prinzip hier meiner Meinung nach was machen. Könnte man. Ich glaube trotzdem mehr an die Goku, Krillin und Roshi-Karte. Als vorletzten haben wir nun den Char mit dem besten Art in diesem Video und auch allgemein mit einem der besten Arts von Fans gemacht für LRs. Und zwar einen LR Saiyaman. Die Idee war Great Saiyaman 1 und 2, heißt Fidel sollte dazukommen, aber ich habe jetzt diesen hier gefunden und ihr kennt ihn wahrscheinlich schon von Twitter etc. Er ist einfach wundervoll gemacht worden. Das ist wirklich ein krankes LR, besser als manche im Spiel. Sowas sollte es ein Spiel schaffen, wirklich Leute. Gönnt dem Dude mal, gönnt dem mal Bandai. Der Leader Skill ist super physisch, Ki plus 4, es ist also die 4er Generation. Ja. Hatten wir einen physischen? Ich glaube noch nicht, oder? Wir hatten keinen super physischen LR. Doch, Barok, also geht ja leider auch nicht. Schade, müsste man sich was einfallen lassen, aber das wird schon gehen. Die erste Ulti macht kolossalen Damage und greatly lowert die Attack und Defense für Extreme-Class-Enemies. Und die zweite Ulti raised eure Attack für 3 Turns und macht mega kolossalen Damage zum Gegner und lowert des Weiteren seine Attack. Nett. Die Passive, ein Attack und Defense-Boost von 80% und eine hohe Chance, Attack und Defense um 35% für Super-Class-Allies zu boosten. Des Weiteren, wenn ihr über 20 Key seid, kriegt ihr einen Additional Key-Boost von 4 und einen Attack-Boost von 50%. Wind Performing ist super, so. Key plus 4, an additional Key plus 50%, Wind Performing ist super, Attack. An sich ziemlich gut aufgebaut. Also man sieht schon, die Qualität dieser Karte ist nicht nur vom Art her ziemlich hoch. Attack und Defense plus 80%, nett. Hohe Chance noch Supporter zu sein, sehr nett. Und wenn man so und so viel Key hat, noch ein bisschen was dazu bekommt. Und weitere 50%, auch sehr nett. Und selbst mit diesen ganzen Prozenten hat er nicht so ultra viel Attack-Prozent geboostet, aber ist im soliden Bereich, dass er eine ordentliche Menge an Damage verteilen kann. Und Prepare for Battle, mein Lieblingslink. Ich bin nicht so auf Links eingegangen, aber der hier ist auch ziemlich gut, was das angeht. Des Weiteren wäre in der Majin Buu Saga Kategorie und Hybrid Saiyans. Vielleicht gibt man ja auch eine eigene Kategorie, so Justice-mäßig mit Toppo, aber naja. Auf jeden Fall sind er und Gotenks meine Lieblings-LRs und was wir zum Abschluss haben, ist ein bisschen enttäuschend dafür. Ich weiß, weil zum Ende haben wir noch einen Demon King Piccolo. Davon habe ich leider im ganzen Wiki hier keinen LR gefunden, deswegen habe ich euch jetzt nur das Art hier rausgesucht. Was man da machen könnte, wäre vielleicht endlich eine Piccolo-mäßige, also eine Mechana-Kategorie, eine stärkere. Wenn ich mich irre, hat Slug eine, aber vielleicht könnten wir hier nochmal ein bisschen eins drauflegen. Mit Slug und ihm hätten wir dann schon mal zwei ganz gute Einheiten und dann ein paar Piccolos reinklatschen. Also irgendwie sowas plus 150-70% in der Richtung. Massiver Damage und Stunnen würde ich sagen, bei, also der ersten kolossaler Damage, mega kolossaler bei der zweiten und eine Chance zu Stunnen würde ich ihm geben, ich weiß nicht, ich habe das irgendwie gerade so ein Gefühl. Bei der Passive ist das jetzt so eine Sache, da er ein Namekianer ist, habe ich so das Bedürfnis immer so Heilung an die zu verteilen oder Defense-technisch, weil, ich weiß nicht, für mich wirken die so. Also würde ich auch sagen, er recovert 10%, kriegt einen Defense-Boost von 150 und Attack-Boost plus 50%, nee, plus 30% für jeden in der Rotation. Das ist ja meine Idee, also Attack plus 30% für jeden in der Rotation,
und Defense Boost plus 150 für sich selbst und recovered 10% des Lebens at Start of Turn. Das ist jetzt meine grob ausgedachte Idee, die habe ich jetzt auch einfach nur schnell zusammengedichtet, weil ich wie gesagt für ihn nichts gefunden hatte. Ihr dürft mir gerne Ideen für ihn in die Kommentare schreiben und ihr dürft auch gerne an sich in die Kommentare schreiben, was ihr denn so euch unter LRs vorstellen könntet in Zukunft. Sprich, wir haben ja diese Liste hier. Und was ihr euch so an Passives, Leader Skills etc. für jeden Char hier vorstellen könntet. Ihr dürft da gerne kreativ werden, das könnte ziemlich lustig werden. Also wer Lust hat, darf sich im Kommentarbereich gerne mal austoben. Wir haben ja wirklich heute eine Menge gesehen, wovon ich mir einiges gut vorstellen könnte. Wie gesagt, wenn man es noch ein bisschen, oh, ist der Classic, abrundet. Also ich bin gespannt. Der Beste ist natürlich ohne Frage der Saiyaman hier, aber naja. Ich hoffe auf jeden Fall, sowas in der Richtung kommt. Aber gut, wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr für ihn habt. Und wenn es euch gefallen hat, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet. Genauso auch ein Abo, falls ihr neu seid auf diesem Kanal. Beziehungsweise die Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Es würde mich auch riesig freuen, wenn ihr das Video diesmal teilen würdet, weil das mit den LRs eine ziemlich nette Sache ist. Und je mehr Leute das sehen, desto cooler wird es vielleicht auch mit den Ideen, die wir unter diesem Video zusammenfinden für LR-Passives etc. Würde mich auf jeden Fall freuen, ist aber natürlich kein Muss. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Dokkan Battle Video. Bis dahin haut rein, vielen lieben Dank fürs Zusehen, Tschernobyl und ciao!